Hunderte Menschen, die sich ganz spontan im Internet verabreden und dann plötzlich an einem Ort auftauchen, um dort starr herumzustehen. Das nennt sich Flashmob und dieses Spektakel war am Nachmittag vor dem Stephansdom zu beobachten. Besinnliche Einkehr, einmal anders. Mitten im vorweihnachtlichen Trubel auf Wiens Luxusmeile steht die Welt still. Hunderte Eingeweihte erstarren auf Kommando, mitunter in recht unbequemen Posen. Doch nach dem erlösenden Schlusspfiff ist die Begeisterung groß. Wir haben das schon öfters gesehen auf YouTube in andere Städte und deswegen haben wir uns gedacht, da machen wir auch mit. Es ist cool, ein Teil eines Kunstwerkes zu sein. Kunst, von der die gestrenge Bezirkskaiserin Ursula Stenzel aber nichts wissen will. Sie hat den Stephansplatz zur Respektzone erklärt. Doch 5 Minuten Spaß wird auch Frau Stenzel ertragen müssen. Ein Spaß, der auch den Akteuren einiges abverlangt. Das Lachen manchmal verkneifen, wenn irgendwie durchgeht und irgendwie so komisch schaut oder redet. Und da ist schon schwer, dass man nicht anfängt zu lachen. Flashmob-Profis haben da so ihre Tricks. Weil ich habe die Augen zugemacht, weil dann sieht man nicht, ob man nach da schaut. Der Sinn des Flashmobs ist jedenfalls voll aufgegangen. Ich habe mich irgendwie gewundert und war so erschrocken. Ich dachte, da steht die Welt still oder so, das war echt unschlimm. Also bitte nicht wundern, wenn Menschen demnächst in ihrer Nähe plötzlich sehr merkwürdige Dinge tun.